mit dem Durchgang könnte man dann theoretisch mit Schaf oder so dann schon innen. Weil 84.000 kostet ein Feld. Ein Ladewagen. Nicht so teuer sein. Schaffen beginnen. Oder man kauft gleich eine zweite Presse, wenn wir wissen, wir brauchen es, statt einen Ladewagen. Stimmt, da wäre natürlich, ja. Ist jetzt nur so eine Idee. Ja. Mein Ladewagen werden wir vielleicht eh irgendwann fix brauchen. Ja, stimmt, Presse und dann schauen wir, was überbleibt. Das heißt, ein Feld und eine Presse und im nächsten Durchgang dann die Schafe. Schaf hätte ich auch in dem Durchgang. Kostet ein Schafstall nicht auch gleich an die 80.000? Nee, 100.000. Okay. Nee, aber 200.000 verdienen wir ja jetzt in der Runde. Ja, stimmt. 100.000 für Presse und. Ach so, das wird nicht ausgehen, Presse und Grundstück. Denke ich mal nämlich. Na gut, dann müssen wir uns wirklich dabei einen Ladewagen nehmen. Aber so würden die Schafe halt schon dabei produzieren. Weil wir können ja schauen, wie es sich ausgeht dann. Und kommt auch darauf an, wie viele Schafe wir kaufen. Gut, ich würde nicht so viel, weil die produzieren sich ja dann eh. Eben. Schafe sind das geringste Problem. Ich bin gespannt, wie viele Ballen wir jetzt dann tatsächlich kriegen. Sagen wir mal so, 100 werden schwer, glaube ich. 100 werden schwer. Aber warum sollten es weniger? Außer ich habe jetzt irgendwo was übersehen, aber oder. Wir sind ja noch nicht einmal ansatzweise fertig. Also plötzlich, das ist jetzt das andere Feld drüben auch noch. Das habe ich jetzt vergessen. Dass er drüben dann noch weitergeht. Nicht einmal das Feld halb fertig. Deswegen geht es so schwer. Ganze Silageball mit. Ich denke mal, Alter, aber den siehst du so unig, wenn du in der Innenansicht bist. Ich würde halt ehrlich gesagt trotzdem statt dem Ladewagen auf die Presse gehen, weil die Ballen kann man leichter dorthin geben. Ja gut, Oder? mit der Presse, mit dem Ladewagen brauchst du ja nur hinfahren und ausleihen. Ja, aber die Ballen kannst du irgendwo seitlich lagern und kannst dann immer wieder hineinschieben. Und wo lagerst du das Gras sonst? Kann ich das, lasse ich im Ladewagen. Mein ja, dadurch, wenn wir eh dauernd Gras produzieren, werden wir Eben, irgendwann wir die haben ja Farbe. 5 Schafe und dann im nächsten Durchgang kaufen wir uns eine Presse. Ich glaube nicht, dass wir da 15 Ladewegen brauchen, was weißt du, am Anfang. Okay. Und schau mal, was sich ausgeht, wie gesagt. Aber ein Ladewagen kostet was eh. Hat er gekostet 8.000. Die hast du halt eher mal drin als Ja, stimmt. Presse. Weil ich würde jetzt nicht unbedingt die kleinste Presse dann kaufen, wenn man eine Presse. Nur damit wir eine Presse haben, was also. Ja, ist klar.
Könnten wir uns auch überlegen, ob das wieder eine Rundpresse wird? Wobei, das, nein, Blödsinn, das haben wir eh schon ab. Haben wir gesagt, ja. Gesagt, ja. Hammerwagen. Obwohl das dann theoretisch auch egal ist, weil dann kaufen wir uns wieder so einen Anhänger um 5000 und. Ja, stimmt. Das können wir uns natürlich auch überlegen. Ich glaube halt, Quaderballen sind wesentlich teurer, die Presse. Aber wir hätten es halt für Stroh auch. Ich glaube jetzt, ich bin jetzt nicht sicher, aber. Können wir uns ja dann anschauen. Bitte? Soll ich gleich, wenn ich auf der Geraden bin? ...60.000 würde ein Rund ab 153 an der Quader. So teuer war die. Ist das... Na, was... Also die eine, die auch Silage kann, oder was? Meine normale kriegst du um 34.900. Die kann Rundballen und Quader. Halt nur Gras. Rundballen und Quader? Mhm. Das ist Rundballen und Quader. Kann die Rundballen und Quader machen? Also die kann beides machen. Gibt's die? Wie heißt sie? Hybrid X X-Tractor. Also das ist die, Entschuldige, ich schaue bei die Ballenwickler. Ich denke mal. Was ist mit der ersten um 22.000? Ja, das ist ja die ganz kleine. 120 cm Ballen. Was ist das, sind die Mini. Ja, stimmt. Mini. Mini-Ballen. Die du auch so mit der Hand aufheben könntest, ohne starke Bauer. Dass die alle gleich so hart teuer sind. Die Quader sind teuer. Deppert. Ich glaube, da bleiben wir bei Rundballen. Da kostet 60.000. Das können wir uns irgendwie leisten. Da. Wie ich dann auch gleich einen MD 180er machen kann. Genau. Das sonst wäre es ja auch billiger. Dann wird 17.000 schon reichen. Mhm. Aber ich bilde mir wirklich ein, es hat eine Maschine gegeben, da konntest du sagen, mach Silage oder mach keine. Kann möglich sein. Ich kann mich erinnern, wenn ich habe das immer mit der großen gemacht. Also mit 180 dieser. Steht. Genau, auf 180 gestellt. 180er bin ich mir halt nicht sicher, ob die. Der Ballentransporter das. Die Größe schafft. Der Ballentransporter? Mhm. Soll das nicht schaffen? Ich glaube nämlich, der schafft die Größe nicht. Ich glaube, der schafft alle Größen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Also ich habe immer 180 gepresst, auch aus Stroh und so. So, 50. Ballen wird gerade gemacht. Sag das jetzt nicht. Bis wir da mit dem Feld fertig sind, sind die ersten Ballen schon. Nein, eh nicht, aber. Das dauert so lange wie die anderen Male auch das. Ja. Runde ungefähr. Bitte? Runde ungefähr.
Wald habe ich dann einmal, zweimal rund um den Wald gemacht. Okay. Dass ich besser umdrehen kann, wenn ich auf die Baumstümpfe auffahre. Die Maschine haben wir neu gekauft, gell? Welche Maschine? Die Ballenmaschine. Ja. Die Kombi. Jetzt haben wir bald den 200. Ballen. Und zwei Durchgänge haben wir beim letzten Mal mit der gemacht. So, Oderle. Ich mal Zeit, dass hell wird da herin. Ja, ist er erst halber drei. Zeit jetzt, dass das Dune aufgeht. Ich will bald vertragen, was zum Sehen. Wenn du zur Forstwirtschaft gehen willst, könntest du da überlegen, ob du da nicht auch einen Wald anbaust. Gut, aber müssen wir da weg von den Tieren gehen. Naja, stimmt. Kostet ja alles auch wieder was. Genau, jetzt müssen wir in eine Richtung an. Natürlich ist es nicht so teuer, aber. Was kostet er trotzdem? Stimmt. Oder man sagt, man geht nur auf Schafe dabei und dann auf Wald. Würde man sagen, Schafe und zum Beispiel Händeln, die bringen auch was. Ja gut, dann brauchst du aber wieder metrisch und alles. Dann weiß ich dann auch nicht, aus dann auf Forst umzubringen. Ja, stimmt. Metrisch ist das teure. Das stimmt. Der Berg ist auf jeden Fall etwas steiler als der andere. Okay. Ich glaube, du bist erst unten gefahren, gell? Die rauf und runter und dann oben erst, oder? Ja.
Du, ich glaube, es wird Zeit, dass bald wieder hell wird. Wirklich? August, da ist 4:30 passt und die Sonne ist noch immer nicht da. Das im August, ein richtiges Arschwetter, so wie nicht. Der Steiertraktor tut weh, aber kommt sicher wieder. Das so. Bitte? Du, das so, für ihn hat er sich nicht entschieden. Sagt, das tut weh. Aber meiner billiger war. Billiger? Echt? Nein, plötzlich jetzt der nicht. Ja. Hast du mit der Presse immer volles Tempo, auch die Kunden und so? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, ich glaube aber schon. Und ich fahre 15 konstant. Weißt du, nur 15 kann Witz? Mhm. Ich fahre gerade 4 mit mehr weit darauf. Okay. Der eine, der Aushalt ist ja ganz schön steil. Es wird heller. Hat mein Traktor mehr PS, willst du vielleicht tauschen? Und dann packt sich deiner wieder mehr mit der Presse. Würde ich aber nur hinten zu ziehen. Du musst ja vorne und hinten ziehen. Aber wir haben ungefähr die gleiche PS-Anzahl. Ah, okay. Also bin ich ja generell eh schneller. Ja, stimmt. Und ich sehe gerade, ich habe schon wieder einen. Hat natürlich auch das gewesen sein. Ja, ein bisschen schon.
Ja. Eiskalt sagt er so. Ja. Immer so viel. Du hast das ganze Stück daneben runter freilassen. Oder ist das bei mir ein Grafikglitch? Welches Stück habe ich freilassen? Sehe ich dann. Vielleicht ist das nur ein Grafikglitch. Achso, da kommst du erst hin, oder was? Da die ganze Länge. Ja, das muss ich noch machen. Achso. Ich dachte, du hast da gleich weiter runter gemacht. Nein, ich mach das einmal dort, ich fahre da immer die Runde. Ah, okay. Brauch nichts hin und her schieben, dann mach ich so eine Runde und fahr da wieder rauf. Okay. Gerade einfallen, wir hätten die vier Bäume doch wegmachen. Weil? Dann hätten wir es gleich wegmulchen können auch. Gut, können wir ja noch, oder? Dann wir dann gleich den Mulcher anpacken, den Ladewagen. Also du machst gleich alles in einem quasi. Ja. Wieder doppelt fahren. Bring ich den Mulcher vorne dran und wenn ich ihn sehe, findet sich den Baum schon frei rum.
auf dem einen Berg, da fahre ich auch nur 12 rauf. Wo die Kahlflächen sind. 12 bis 13. Beim Steinstück? Mhm. Baum haben wir auch vergessen. Was von mir her? Jetzt war. Ein Ballenwickler ist im Angebot. Schaut, da wäre dann. Ist im Angebot dann später. Bitte? Es kann alles in ein Angebot kommen, später wäre dann was Nützliches. Halt. Ja, das stimmt. Noch ein Baum. Alter. Wirklich? Zwei Bäume sogar. Oder wir haben so viele Bäume vergessen. No.